Ja, Hallöchen, heutiger Podcast. Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit und es bewahrheitet sich einmal mehr. Kennst du das? Kennst du das aus deinem Leben? Es gibt einfach immer sogenannte Epochen. Entweder passt du dich dieser Epoche an, du änderst die Dinge, die zu ändern sind, du schaust, was kannst du ändern, du schaust, was musst du ändern und da kommt auch die Überlegung, muss ich auf jeden Zug draufhüpfen? Oder kann ich auch auf das eine oder andere verzichten? Und hier bin ich jetzt gerade dabei, online zu gehen, Online-Kurse anzubieten. Ich biete bisher dann die Kramer-Akademie an. Das sind bis jetzt 44 Kapitel. Mit jeweils 10, 12 Videos, 10, 12 Hörbücher, also Tonspuren, jede Menge Checklisten. Also mega, mega, was ich da geleistet habe. Und jetzt bin ich dabei, noch wesentlich mehr abzudrehen, wesentlich mehr zu machen. Dann habe ich einen Ausflug gemacht in Clubhouse. Und muss sagen, für mich funktioniert Clubhouse nicht. Keine Ahnung wieso. Ich habe es jetzt mehrmals probiert. Und kaum Teilnehmer. Obwohl ich es auch über meine ganzen Social Media Kanäle rausgehauen habe. Also für meine Welt ist Clubhouse im Moment nichts. Ich behalte Clubhouse im Auge. Ich sehe, dass manche sehr, sehr, sehr oft in Clubhouse sind. Dann schaue ich mir an Studio. Wie kann ich aus einem Studio meine Lives machen? Wie komme ich da auf den nächsten Level? Ich schaue mir Fernsehstudios an, um fernsehtechnisch mehr zu machen. Ich schaue mir gerade an neues Vertriebssystem für Kramer und Naturkosmetikprodukte. Die ist jetzt bereits schon 32 Jahre, jetzt kommen es 33. Jahr gibt, ja. Also auch da eine halbe Ewigkeit, was die Produkte gibt. Und auch da will ich jetzt einfach eine neue Challenge haben für mich. Neuer Vertriebsweg, die Produkte relaunchen, neue Produkte zu machen, also nicht inhaltsmäßig, sondern von der Verpackung her, vom Logo her. Und bei all diesen Dingen habe ich natürlich auch immer einen gewissen Respekt davor, auch eine gewisse Angst. Wird's funktionieren? Wird's gut funktionieren? Wird's einen durchschlagenden Erfolg haben, das Ganze? Wird's angenommen vom Publikum, von den Kunden? Was wird mich das Ganze letzten Endes kosten? Verbrenne ich Geld dabei? Auch das ist natürlich immer eine ganz wichtige Überlegung als Kaufmann. Investieren ja, ganz wichtig. Viel investieren auch, ganz wichtig. Aber wo führt's hin? Und ich habe jetzt auch das Experiment gemacht mit Facebook Ads, einmal mehr wieder. Bei mir funktioniert's irgendwo nicht, ja. Außer, dass Geld verbraten wird und dass ich saudumme Kommentare bekomme. Also es ist wirklich sowas von ätzend, wo ich mich echt frage, was sind das für armselige Menschen, die so Dreckskommentare absetzen müssen, ja. Wenn ich mir dann die Fotos anschaue, die Profile, also ungefähr 50-60% der Profile, die haben noch nicht einmal ein Foto, die haben gar nichts, außer irgendein Pseudoname oder irgend so eine Pseudofigur, das ist schon mal klar, absolute Anonymität. Und wenn ich andere Menschen anschaue auf den Bildern, naja, da kann man auch schon viele Rückschlüsse ziehen, vor allem wenn man Antlitzdiagnostik macht. Und weitere Rückschlüsse kann man ziehen, wenn man hingeht und auf der Timeline mal schaut bei den Menschen, was die teilen, was die kommentieren und so weiter. Also das lässt schon sehr, sehr, sehr tief blicken. Und es lässt sich hier auch ein ganz klares Muster der Menschen erkennen, die so für mich einfach rumsauen. Ich verstehe es einfach nicht. Muss man dafür Energie aufwenden? Ja, muss man tatsächlich, die Menschen machen das tatsächlich,
Weil wer kein sinnvolles Leben hat, der muss halt auf anderen Timelines rumsauen, muss Dreckskommentare abgeben, teilweise unterhalb der Gürtellinie. Weißt du was? In erster Linie schadest du dir nur selber mit so einer Drecksart. Ich mache nur eines, ich melde die Leute bei Facebook, nützen wird das höchstwahrscheinlich weniger als nichts. Ich lösche den Dreckskommentar und ich blockiere sie. Und damit sind die einfach aus meinem Leben draußen. Und das ist dann auch okay für mich. So bin ich immer am Testen. Also ich werde jetzt mit den Facebook-Ads wieder aufhören. Ich werde da mir jemand anders suchen. Und mal schauen, ob es da besser funktioniert. Klar kann man natürlich hingehen und sagen, ja, die Produkte sind scheiße. Ja, einmal war es Coaching für junge Leute, 18 bis 25. Da haben sich zwei junge Leute angemeldet. Sehr schlechte Bilanz. Und dann habe ich gedacht, naja, scheiß Zielgruppe. Dann, sorry den Ausdruck, dann habe ich gedacht, mache ich mal was für die Alten, weil haben sie einige moniert im Newsletter. Wieso, dass sie nichts für die Alten machen, nur für die Jungen. Also habe ich gedacht, mache ich 60 plus. Da haben sich 6 Leute gemeldet über den Newsletter und 2 über die Facebook-Ads. Und letzten Endes waren ganz 2 Leute da zum Zoom-Call. Und beide sind eigentlich gesättigt, möchten da nichts Großes mehr reißen, sind so zufrieden mit ihrem Leben. Und alles im grünen Bereich, haben sie gemeint, alles klar. Also Ärger, Bilanz gezogen. Außer Spesen nichts gewesen. Nee, so kann man das nicht ganz sagen. Ich bin jetzt um ein paar Erfahrungen reicher, ein paar Euro leichter. Das war jetzt mein Lehrgeld. Und jetzt schaue ich einfach, wo geht da die Reise hin? Weil die Kunst ist immer, wo kriegst du dein Traffic her? Ja. Dann habe ich was weiteres ausprobiert. Insiders, vielleicht hast du davon auch schon gehört. Das war recht vielversprechend, als ich das angehört. Also ich schaue mir natürlich immer alles an. Das gehört schon fast zu meinem Naturell. Einmal schaue ich es für mich an und dann natürlich für meine Kunden. Weil ich muss natürlich auch schauen, dass es meinen Kunden gut geht, dass bei meinem Kunden die Geschäfte gut laufen. Ich habe das mir angeschaut und habe ich da auch eingekauft. Die 14-tägige Kündigungsfrist ist schon vorbei, das heißt, ich bin jetzt ein ganzes Jahr dabei. Und das hat bisher auch nichts gebracht. Also keine Remonetarisierung. Und so sind wir natürlich immer alle auf der Jagd. Wie kann ich Dinge remonetarisieren, ja, oder überhaupt monetarisieren, ja? Wie schaffe ich es, hier einen Benefit zu bekommen? Ein ROI umzusetzen, Return on Invest. Und das ist natürlich unendlich spannend, ja? Was machst du? Was machst du für dich, um Geld zu verdienen? Wie bist du unterwegs? Und die Welt verändert sich. Die Welt verändert sich in ganz, ganz großen Schritten. Ich sehe das so, es gibt ein Leben vor Corona und jetzt gibt es ein Leben mit Corona. Es hat schon ganz, ganz, ganz viel verändert und das hat natürlich auch viele, viele Geschäftsmodelle buchstäblich zerstört. Also Geschäftsmodelle, die jetzt einfach nicht mehr funktionieren oder die im Moment halt wegen der Pause nicht funktionieren. Und so bin ich auch sehr, sehr fleißig unterwegs in Sachen neue Vertriebswege für Kramerin Naturkosmetik. Es bleibt spannend. Wenn ich mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Ich habe so keine Lust, irgendwann einfach abgeschoben zu werden. Wir haben sie gesehen damals beim Quelle-Katalog. Die sind nicht mit der Zeit gegangen. Die haben gesagt, ja wieso, Leute brauchen immer einen Katalog. Wir müssen da nicht online gehen. Und Otto Versand in Hamburg hat gesagt, naja, in Amerika sind viele online. Wir haben auch Katalog. Wir möchten eigentlich nicht online gehen, aber wir gehen einfach online. Und auch der Burda Verlag hat sich da sehr, 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 sehr gewandelt. Oder Grundig Röhrenfernsehen. Es war damals eine ganz solide deutsche Firma. Auch da hat sich alles verändert. Und da kamen die Flachbildschirme und dann haben die darüber gelacht und gesagt, ja, kein Mensch braucht Flachbildschirme. Die Qualität mit Röhrenfernsehen ist wesentlich besser.
Ja, auch das hat sich schon lange, lange, lange überlebt. Es gibt schon lange das nicht mehr. Und so verändern sich einfach die Zeiten. Jetzt wünsche ich dir alles Liebe, pass gut auf dich auf und geh auch du mit der Zeit, nicht dass du mit der Zeit gehst. Danke fürs Teilen, danke fürs Kommentieren, wunderschönen Abend. Alles Gute, ciao, ciao. Ja, herzlichen Dank, dass du die ganze Zeit dabei warst, dass du bis hierher gehört hast. Ich bin mir sicher, die eine oder andere Geschichte hat dir gut gefallen, die wirst du umsetzen für dein Leben. Jeden Tag ein Stück mehr. Lebe jetzt dein für dich ideales Leben. Willst du mehr wissen von mir? Abonniere jetzt gleich den Podcast, damit du nichts mehr verpasst. Keine einzige Folge. Danke dir auch für eine positive Bewertung. Hast du weitere Tipps und Vorschläge? Bitte direkt an mich. Abonniere den Ernst Krameri Inner Circle. Du kannst ihn 14 Tage lang testen für nur 1 Euro. Dort bekommst du ganz viele, viele weitere Inputs. Wertvolles rund um das Leben, das erfolgreiche Leben. Es erwarten dich verschiedene Module, Videoclips, Checklisten, MP3 für unterwegs, Texte, Mindmaps. Link wie immer unten in der Shownote. Von ganzem Herzen eine wundervolle und großartige Zeit für dich und dein Leben und erfolgreiche sehen sich wieder oder hören sich wieder. Tschüss, bye bye, dein Ernst Krameri.